Gedanken, Origami. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Oh Gott, ey, alter Mann. Mein Gott. Da ist der Karton. Da ist er. Auf dem Schreibtisch. Ja, ich muss nur mich erstmal positionieren. Anlauf nehmen. Sag mal, kannst du jetzt mal... Was ist denn los mit dir? Also. Bereit zu töten, um ihren Sohn zu retten? Oh Gott, ich. Oh. Warum schicken sie ein Bild, ey? Nun, gekommen ist das der Typ, den der unser FBI-Agent schon erschossen hat. Dann können wir einfach nur ein Foto machen. Ja. Au ja. Ja, er scheint ja fest entschlossen, ne? Schusswaffe eingepackt. Eieiei. Entschuldigung. Oh. Eieiei. Du saß jetzt auch nicht so motiviert am Klavier. Also, was ist denn jetzt? Ja, dann. Schau rein. Entschuldigung. Ping. Ja. Ja, hätte schlimmer kommen können. Ihr Wodka, Sir. Danke. Ja, danach geht's ein bisschen besser. Ja. Blum. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Nein. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Ich auch. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade Guck vor. Guck mal, ob du irgendwo einen Gärtner findest. Genau. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber... Es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ja. Ja, jetzt zieh die Brille aus und sitzt du in deinem abgewrackten Büro, ey. Ja, genau. So, ja, fangen wir oben an, was? Hinweise, ne? Ja. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Ja, eben, wer weiß. Dann, analysieren. Ein
Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Machen wir mal eine Geo-Analyse, wa? Mhm. Na toll. Na gut. Aber wir haben das Auto jetzt da stehen. Ja. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Trotzdem analysieren wir es. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Das ist bloß die Blume. Ja, ja, die Orchidee, die hatten wir schon. Da warten alles bis auf das Auto und die, das Video. Da hier haben wir einen Ausweis. Jackson Neville, alias Mad Jack. Handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Okay, das scheint wohl unser Punkt gewesen zu sein jetzt. Ui. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Fuck. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Ja, ich will mich hier beschäftigen. Oh je. Jo, Timo, selber. Ja, genau. Oh Gott. Nee, trink mal was. Oh, Blunk. Oh mein Gott. Ich bin fast. Ja, geh doch da. Nein! Das habe ich nicht gesagt, dass du das tun sollst. Was war das? Ja, dieses Drogenzeug, das er einmal nimmt. Wo er ja nicht so viel vernehmen soll. Ja. FBI, weißt du, alle Junkies. Oh, ja, so wie. Dann wirst du mal ab jetzt beobachtet. Ja, oh Gott. Ja. Ich distanziere mich hier von den Äußerungen von Somin. Ich nicht. Ja, wir können mich im Knast besuchen. Ja. Ja, bitte.
Jahres im Sport machen wir diesmal. Obwohl, der hat ja, der war ja auch schon erstklassiger Babysitter. Mhm. Er macht immer Dinge, die überhaupt nichts mit seinem Job zu tun haben. Ja, es könnte ein Ohrengeschäft sein, aber ich will mich da nicht festhalten. Manfred. Manfred! Manfred! Da ist doch eine Eisscholle. Bist du da? Oh, Schreibmaschinen gibt's hier auch. Okay. Antiquitätenladen oder was? Konntest du da was nehmen? Ja, ich wollte auch gerade gucken. Bin ich nicht so. Was ist das? Ah, oh, eine Spieluhr. Okay, aber kann ich nichts machen. Guck mal, ob du eine Kasse ausräumen kannst. Ist doch gerade keiner da. Wann kommt's raus, das Büchlein? Und die macht plötzlich gemütlich. Du wolltest ermitteln, junge Frau. Ja, der Manni ist nicht da. Da ist ein Zettel auf der Schreibmaschine. Ja, aber irgendwie. Nicht für uns? Nicht für uns. Ne? Was ist denn mit der Tür? Na gut, was ist denn mit der Gerät? Nee, die geht auch nicht. Nichts los hier. Ey, echt, ne? Oh, oh Herr Manni. Da hat er gerade aufgemacht? Ich weiß nicht. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scheinbar nicht. Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ja, sagt der Uhrenverkäufer. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mache ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Wenn das mal kein Fehler war. Also, auf die Freundschaft. Erst austrinken und danach einen Brief fragen. Ja, genau. Das lässt du mich nicht mehr, ne? Gefällt sie Ihnen? Ja, sie ist wunderschön. Eine Stradelli. Hergestellt in Venedig des 18. Jahrhunderts.
Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Ja, ist immer noch besoffen. Also, Scott, was führt dich her nach so vielen Jahren? Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ist ja nur eine Lupe. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Selten? Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Reparieren? Ja, dann frag mal. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die reparieren? Ja, jetzt sind wir doch auch reparieren. Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Ach. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. So, ja, dann sag ich jetzt mal drin. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Ich vorher erschossen müssen. Ja, irgendwas ist komisch an dem, ne? Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Der hat sich verkrümmelt, ey. Der kommt nicht mehr wieder. Der kommt nicht wieder. Tja. Die ist wahrscheinlich weg. Hallo? Manfred! Hallo? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Tja. Hallo? Hör, wieso hat er denn die Polizei gerufen? Oh mein Gott. Miss Stone. Oh mein Gott. Ja, super. Hier, dann müssen wir halt selber die Listen finden. Ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht gerade sehr empathisch, aber. Ich vermute mal unseren Schrank da, Container-Ding. Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden.
Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Hat doch alles angepackt. Na, es kommt halt noch kleinen Taschen. Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Royals gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen hier raus. Ja, fang du an abzuwischen, lass sie jetzt suchen. Spieluhr. Hier auch noch was? Nee. Ja, aber. Das Telefon und die Spieluhr. Noch. Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Echt? Ist ja pünktlich vor dem. Aber ich sehe nichts. Ich glaube, das war's. Das war... Ich hoffe, das war's. Hoffen müssen, oder? Ja, gehen. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ja. Ich hoffe. Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Jetzt hast du da wieder die Dinger angefangen. Nein! Scheiße! Nein! Oh nein! Oh oh! Hab ich auch nicht mal dran gedacht. Verdammt. Ja. Cleveres Spielchen. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Glaube ich nicht. Wir hatten mit dem Markt nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Natürlich. Jojo, dat.